Jetzt bist du ein Onboard-Computer. Ich bleib da jetzt. Warst du an der Wand oder in der Tür? Neue Türsicherung. Eigentlich genau dazwischen gefehlt. Wie so ein Scharnier. Ich bin Quickness, ne? Wird man dich und Fry tauschen, Ferdinand? Ja, wahrscheinlich. Für Might, weil sonst... Spielt man auf Alak Spectre Well of Bounty? Eigentlich? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es Standardbild mit Wild Bunerischen und dem Jade. Wollte er dann aber bei Samara. Trap nicht precastet set. Ja, okay. Ich kann er wieder nicht drücken. Ja, mein Special Action Key ist schon wieder irgendwie nicht richtig gebindet auf der Maus. Oh no. Microphone muted. Warum bindest du ihn nämlich richtig? Microphone ja, also der Mausbutton geht einfach nicht random. Lass mich raten, ist die mittlere Maustaste? Nee. Nee, Side-Buttons, aber manchmal haben sie das Gefühl so, okay, jetzt brauchen sie nicht mehr zu funktionieren. Kenn ich. Easy. We'd have to find him. I see we're late to the party. Totally not my fault. Would you? Heck, I feel good. I think someone found it. Replenish it. It's on the other side. What's that sound?
Sieht auch nicht besser bei dir, Teddy, ne? Doch, ist deutlich besser geworden. Aber so einen komischen Grundhusten hatte ich eine sehr lange Zeit. Hm. Dann habe ich aufgehört, Shisha zu rauchen, dann ging es besser. Komisch. 2, 1, go. Isst du etwa was nebenbei, Nox? Die kannst du nur. Nein, gar nicht. Ich hoffe, die Pizza verbrennt dir den Mund. Es ist keine Pizza. Was nicht genau. Ja, wenn dann Assi, dann richtig. Ah, er spielt einhändig. Ist ja nur Heiler. Ja, das ist so schlimm gerade. Du? Wo jetzt die Boontable nicht mehr flackert, müssen wir ja irgendwas anderes finden. Eben. Aus Versehen Distort gedrückt, dich gefettfingert haben und es war genau im richtigen Moment. Nachher? Laura? Ja. Was für Utility Skills nimmst du hier mit? Yes! Du siehst ihn nicht, weil er noch auf Cooldown ist für 10 Sekunden. 20. Ich hatte hier letzte Woche einen Pack. Geil, den Golem. Alle einfach so gegreedet haben und keinen CC gemacht haben, dass sie das meiner gestorben ist. Sympathisch. Ich vermute, Urknu hat ein DC. Also, Crash. Ja. Ist dieses Ladebild Cutscene crashen immer noch? Mhm. Ich hatte es heute Morgen. Okay. Ich habe keinen Patch seitdem, also ja. Ja, ich habe seitdem nicht gespielt. Also. Danke, Rito. Ich dachte echt, das wären nur bei mir so das Problem, dass ich ab und zu mal rausfliege. Nee. Wusste gar nicht, dass das mehrere Leute betrifft. Mhm. Hat sie ihn so, wenn du zweimal Slash-Wiki eingibst? Hm? Oh ja, bei Slash-Wiki hätte ich das auch. Jex. Wenn du zweimal Slash-Wiki eingibst, oder wenn du einmal Slash-Wiki eingibst und dann den Handelsposten öffnest. Der Command Slash-Wiki hat doch schon immer Leute gecrashed, oder nicht? Ist mir vorher noch nicht passiert. Ich habe das Katzenfutter-Wikien wollen. Ja, ging nicht. Ist mir früher aber nicht passiert. Katzenfutter. Aber mittlerweile passiert mir das auch. Das hat man für irgendein Halloween-Achievement bekommen, aber hat sich herausgestellt, dass man das auch einfach in Rotasum kaufen kann. Aber ich weiß auch nicht, was Arnett macht, wenn du Slash Wiki eintippst, weil mach kurz Ready Check. Plugin, wenn du da auf deinen Namen klickst, crasht es nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Nox, lauf. Stehen bleiben. I've tried. Komm mal hier rüber. Oh,
sorry, ich bin schon zurück. Wir haben Stabi zu Hause. Mal kurz den da hinten wiederbeleben. Nein, mein... Komm, wir machen das nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Haben alle Gruppen genügend Stabi-Mantras dabei? Ich kann halt der Gruppe 3 also, begrenzt helfen. Ja, ich hab schon dabei. Das Problem war, ich hatte zweimal Friend Mechanic, hab mich einmal kicken lassen und war danach down. Also ich habe effektiv 0 Stabi gegeben. Aber sonst haben wir genug. Ich mache immer den Swipe, der von links nach rechts. Das den mache ich auch, genau. Der einzige, den ich mache. Dann sollte einer von euch die Shockwave machen. Und dann mache ich die Shockwave. Gut. Okay. Raphael, welchen machst du? Und ich mache, wenn ich keine habe. Ich mache jeden. Also es reicht auch, jeden zu machen. Okay. Dann... Oh? Lass ja. Nox zuerst einlaufen, bitte nicht reingehen. Warte, wer einschrauben. Ja, jetzt dürft ihr. Geht gut los. Geh auf die andere Seite. Bist drüber. Rüber, zu uns bitte. Sonst platziert den Speer auf den Tank. Oh scheiße, ich stehe im Speer. Ist okay. Dankeschön. Gut, dass wir Moor haben. Ja, ich stand ein bisschen zu weit. Ganz am Rand noch leicht drin. Sag mal. Hä? Was ist mit ihm verkehrt? Gar nicht buggy, dieser Fight. Vielleicht macht er noch den Son Goku. Das ist, damit ich jetzt noch Tank abgeben kann. Und selber zu zählen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wenn ich auch einmal entscheiden könnte, in welche Richtung er guckt, dann wäre echt... Doch auf dir oder nicht? Blöd. Standen aufeinander, schon richtig. Er steht aufeinander. Ja, mhm. Das auch. So, das sind Friends. Mann. Kann irgendwie keine Marke machen, oder? Na komm. War jetzt auch alles auf einmal. Man sagt einfach, bleib draußen stehen und mach nichts.
ist etwas zu nah. Ich kann mir nicht Tank holen. Hat jetzt jemand random dann? Ja, ich hab den zweiten Kind. Ah, nicht stabil. Again. Die ganze Zeit 18 Stapeln Stabisee. Ist so fein. 25 eigentlich Max, ja, oder? Ja. Yay, ich hab einen Samurai-Stab bekommen. Amazing. Best Loot EU. Sogar Bersi. Kannst du aufmachen? Ja, ich kann noch nicht dodgen, aber... Wir blocken ja, richtig? Umschmieden und wiederverwerten. Oh, wir müssen wir die Subgroups ändern? Ne, wieso? Gut. Was da? Das passen. Ja, sonst haben wir auch Might-Probleme. Lohnt sich dann als Konvitose das Might-Mantra vielleicht? Nee. Nein, Konvitoses haben ja auch gut Self-Might, so ist es ja nicht. Es ist nur bei Samarok, wenn du dann Spread bist und irgendwas verpasst, ist dann blöd. Mein Crash. Komm hoch. Mein Crash vorbei, alles safe. Oh, ich hab grad keinen Block. Ich bin aber auch nicht der Einzige in meiner Gruppe, der blockt. Gut. Ja, dann. Jetzt bisschen Max Melee.
Mind Crush. Ist Black. Erste Pride links von uns. Mind Crush. Sacrifice. Ein Block. Nächste Pride. Headfinger hier gerade jede Menge Skills. Wir haben Gefäß. Wie viel Prozent habt ihr noch? Schon mal 18. Wir sind schon in der Animation. Er lacht gerade, wahrscheinlich nicht schaffen. Nö. Zu langes AP. Hättet ihr mal irgendwie Elec gegeben oder Quickness, damit er schneller redet? Oder Spanisch gestellt. Oder auf Spanisch gestellt. Spanisch gestellt? Ich hab mal gehört, dass man 2 Sekunden bei Glenna rausholen kann, wenn man es auf Spanisch umstellt. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber falls ja, ist lustig. Hola, Kommissar. Macht ja nix. Ich werde wieder nach unten geportet. Heutiges Spiel. Hast du verdient. Ich wollte doch einfach nur meinen Loot haben. Loot gibt's in Wing 5. Bonuspunkte, wenn jetzt wer gecrashed ist, weil er gewartet hat, bis die Cutscene kam. Das wäre insane, ja. Die kam bei mir, aber es ist nicht gecrashed. Nee, bisher läuft stabil. Ja, bei mir war es auch. Das dürfte 5 sein. Brauche ich gleich fürs Portal von dem Map 2 zu 2 einen Double Blink oder reicht ein Blink? Im POV, den ich gesehen habe, macht er einen einzelnen Blink, weil er es mimiken muss, weil er nachher nochmal ein Portal macht. Aber ich glaube, du kannst einfach Double Blink machen. Ich habe die Impulse der Karte nicht genau im Kopf, aber ich mache einfach mal, wenn es weiter ad spawnt, gehe ich mal da vorne, schon ist da. Sehr schön. Ich glaube, du kannst noch mit uns zurückkommen für die erste Ad und dann laufen wir zusammen nach vorne zum Enervator. Wir killen den Enervator und du legst Portal währenddessen. Ready, Laura? Kriege ich eigentlich Mönchsruhen-Stack? Ich habe mal angemacht gerade, Laura, sorry. Ja, ich war gerade dabei. Ich war mal noch ein bisschen langsam. Alles gut. Und du bist da, Nox. Das ist schon recht buffend, oder? Nee, ich buff nichts Passives. 3, 2, 1, gell? Ich krieg 6 dafür, das dass Magic super. Mich bufft. Ja, das liegt daran, dass du deinem Pet Boons gibst, sobald du kriegst. Ah, das ergibt Sinn. Verflixt noch eins. Ich hatte gestern die Erleuchtung bei Sabia. Hauptsache, nimmt den Hut mit rein.
annehme. Problem. Ui, Halloween. Übernehme. Golem. Der kommt zurück. Golem kam ein Stück zurück, ja. Übernehme. Golem. Da kommt eine Wall. Einfach nur vorsichtig sein. Ist der drin? Ja. Warte. Golem. Kannst du übernehmen? Jetzt ja. Gut. So. Ich bin nur etwas tight, weil ich auf DPS bin. Ah, okay. Also ich war auch. Also ich hab vielleicht. Golem. Als What du mich fuck? Gefragt hast, Golem Gruppe. Sind uns gestorben. Ich hab nur das angezogen. Ich wollte noch zu 10, mein Bett. Oh mein Gott. Dürfen direkt Wir weglaufen. Wir direkt wegrennen. Dann kann ich übernehmen. Also, solltest du Golem. Tot. Band. Wand. Kannst du direkt nach oben laufen. Golem? Okay. Oder ja. Sorry, letzter Golem war ich. Das hätte ich besser wissen müssen. Danke. Gut möglich, dass ich den auch geburstet habe. Du hast ihn halt in die Gruppe gezogen und dann war er tot. Ich ja, so, ich dachte mir so, OCC, könnte mit dem Golem noch tight werden. Okay, also, wenn ihr möglich, geht auf Power. Wenn das kein Relog ist. Und sonst spielt ihr halt Condi, ist es auch okay. Was wir machen, ist nicht allzu wild. Ihr folgt einfach dem Typ mit dem Pfeil auf dem Kopf. Ja. Ja. Wir killen ein paar extra Enforcer. Nicht Enforcer, ihr wisst. Bomber. Dann sag bitte. Oh, danke. Entschuldigung, ich will das, es tut mir leid. Wir fangen einfach an. Ja, komm, wir machen es nochmal. Ich habe irgendwie Glenna angeredet und. Desmina. Oder Desmina. Dann war ich verwirrt von dem. Da ist jemand Fenster. Geistig vollständig anwesend. Ich weiß nicht mal, wie das Fenster aussieht, was sie loslaufen lässt. Also. Laura, du bist Heiler, gell? Und Nox ist Heiler. Mhm. Dann, ich bin jetzt Quick DPS, damit wir etwas mehr Schaden haben. Ja. Was macht der da? Warum? Ah. Gut. Dann gehen wir mal nach vorne. Let's go. 3, 2, 1, go. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt spawnt hier einer. Den killen wir gleich. Und dann gehen wir nach vorne zum Enervator. Mit den? Von dem gleich setze ich dann. Genau. Du setzt das Portal auf Pfeil und gehst dann nach vorne. Wir killen nach dem Enervator killen wir noch einen. Wir killen hier noch einen Mob, der hier spawnt. Nein? Nicht die beiden. Auf mir, bitte. Ah, hier. Okay, hier. Hier im Sinne von hier. Okay. Yes. Okay, muss aufmachen, sonst geht er ganz nett. Wir killen den. Und dann nehmen wir Partei. Ah, die Strecke ist ganz schön weit. Double Blink. Okay, dann gehen wir zurück. Jetzt haben wir ja ein bisschen Wartezeit.
Okay. Dann hier einen. Dann laufen wir da nach vorne zu dem Enervator. Sind wir alle noch am Leben? Ja. Jetzt könnte man zurückgehen, technically, aber das ist zu tight. Darum gehen wir hier links. Das ist ein bisschen warten. Hast du wieder Portal? Noch 20 Sekunden. Ich habe keine Attack. Ja, nee, dann ist egal. Es spawnen jetzt einfach Flame Walls in unserem Weg. Also gut aufpassen, wenn wir gleich hier bursten. Okay, dann können wir den killen. Und jetzt nach vorne. Und den letzten Enervator töten. Von dem könnte ich gleich wieder ein Portal setzen. Nee, es ist dann vorbei. Also. Okay. Also ich dachte jetzt für Convenience, aber das ist ein bisschen. Jetzt sind wir fertig. Was ist es? Hat jeder verstanden? Ja. Ja. Ich glaube, das kann man regelmäßig machen, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist free. Das wären eigentlich nur zwei Doppelbomber. Ja, genau. Und die zu killen ist halt schwer, habe ich das Gefühl. Und das mit dem Anfang können wir noch ein bisschen besser machen. Weil das Mina hat jetzt halt doch angehalten, aber... Genau, den einen. Okay. Ist hier was neu? Könnte man, Ich mach dann das Portal einfach alleine. Schreibst du es irgendwo noch? Ja, sobald ich da bin. Vollkommen verwirrt. Ich hab ja hier eine Himmelschuppe. Das heißt auch, ich werfe jetzt auch kein Orb für dich, ne? Auf die andere Seite. Teddy, ich glaube, du musst trotzdem oben sein, oder? Ich weiß nicht. Ferdinand? Ja, werfen musst du trotzdem. Ich mache nur Portal. Alle ready? Jo. Hi. Dann 3, 2, 1, go. Wir legen hier einfach los, oder? Weil das Licht wäre noch nice. Wir haben kein Licht mehr. Korrekt. Ich hab ins geworfen. Wurde auch CC'd. Okay. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Er ist wieder zitiert worden. Wir hatten ziemlich Luck, dass der andere nicht geportet ist, ne? Yep. Hast du einen. Denkt ihr, ein guter Burn? Aber vielleicht brauchen wir einfach ein zweites Licht im Norden. Ich weiß eigentlich hatten wir da auch immer zwei, aber heute irgendwie nicht. Ich habe immer nach Osten geworfen, also nach Süden meine ich. Ich kann aber auch eins nach Westen werfen. Ja, nach Norden meine ich. Am Anfang, ja. Wir warten noch kurz bis. Ja, ich habe jetzt einfach eins in den Westen, also in den Süden mitgenommen, weil ich ja dahin muss und nicht in den Norden. Ich bin jetzt auch extra oben geblieben. Weil ich dann wirf Teddy nächstes Mal wirf eins nach Norden. Norden und dann das zweite erst nach Süden? Oder liegt dann im Süden genug? Eins im Süden noch. Aber theoretisch. Ich meine, wenn keiner CC macht, reicht uns theoretisch auch eins Damage Stop. Und zwar ganz dringend. Oh ja. Nee, also ich hätte gern zwei Lichter im Norden. Können wir den Gegner cleansen? Bitte sterben. Stimmt doch gar nicht. Nox, hör auf zu lügen. Okay. Danke fürs Cleansen. Also, vom Gegner. Vorsicht, Welle.
Wenn möglich, spielt auch mal Power auf dem nächsten, dann können wir gucken, ob es besser ist mit den Explosionen. Hm. Weiß ich nicht. Ich wette, wir werden uns eh wieder wegnuken. Genau, das ist ja die ne? Ja, aber meinst du, das ist dann Power ja nicht weniger? Also nuken ist ja nicht das Problem, die Frage ist, ob es... Also ich meine, manchmal explodiert es ja, obwohl alle drin stehen. Drei? Drei bleibt unten. Zwei. Er hat auch zwei gesagt. Achso, Entschuldigung. Hör halt richtig hin. Ich hab auch drei gesagt. Ja, tut mir leid. Auch. Ich ein bisschen Heal auf dem Downstairs. Deswegen nutzt man zwei als zwei. Dankeschön, dankeschön. Wenigstens gibt's hier 3x XP. Bauen noch ein bisschen Heal auf dem Downstairs. Bauen einfach nur Schaden. Noch mehr Reds XP, geil. Bildschatten incoming. Alright. Wenn ich Power spiele, bedeutet, dass ich darf einfach bursten. Let's go. 50k bitte, danke. In Distance. Er nimmt mich so ernst. Weiß hör ich auf. Keine Ahnung, wie dann nehme ich das halt. Da ist ein Downset auf Herz. Jo. Du musst, glaube ich. Ja. Danke. Ich brauche einen bei mir hinten bei Fjerk. Ich komme. Wieso nimmst du den nicht? Du bist doch augenscheinlich nicht eingefroren. Aua. Wo ist das jetzt? Da ist einer. Einer bei Herz, einer bei Herz, einer bei Herz. Weiß ich nicht. Hat jemand den gesehen? Das war links beim Boss. Im okay. Boss. Also aus meinem Winkel sah es aus wie im Boss. Aber es scheint keinen Bug zu geben. Hm? Weiß es nicht. Warte mal. Die Taste hier, ne? Save last 5 minutes. Sehr schön. Aufnahmen. Wird was sein. Das heißt Tempo, nicht Taschentuch. Ne? Pass auf, sonst hole ich meinen Zollstock. Ja, das ist eins, da stand keiner drin. Vorm Boss. Okay. Da stand keiner drin. Aber ich finde, dann hat sich Power jetzt mal gelohnt. Ja. Behalten wir bei. Kein Vibe und knapp unter 2 Minuten. Was war die Ursache für den... Also Restzahlen? Dass wir Kondis weiter ticken? Also wenn zu starke Ticks durch Kondis kommen, auf einmal quasi, dass dann die Berechnung irgendwie von den Impacts irgendwie nicht richtig ist. Dann auch wenn alle drinstehen, das passiert. Er konnte auch ahnen, dass die Leute so viel Damage machen würden. Ja.
Ja, die Laura? Ja. Ich kann erklären, was ich mit meiner Lautstärke meiner Musik mache. Aufdrehen. Ja, so, 3, 2, 1, go. Hallo, man will doch Kevin nicht hören. Kommt dann Kevin gelaufen. Setz dich nieder und nimm dich mit. So, wenn der sich auf deinen Schoß setzt, bist du erstmal platt. Hast du dir die Rüstung angeguckt? Der setzt sich auf seinen Schoß. True. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Geist. Du kannst einfach so durchrennen. Wir haben jetzt zwei Messenger-Orbs geholt. Das bedeutet, es spawnt dann hier der im Soul Split, wo ich jetzt springe. Das heißt, ich sollte verhindern, einen zu nehmen? Oder? Nimm einen, wenn du kannst. Also, nach Möglichkeit immer. Also. Ich dachte immer, den ersten nicht. Ja, genau, also im Pre-Event kannst du nicht. Darfst du nicht und. Ja, der war zu weit weg. 3, 2, 1. Stellen wir uns nochmal auf den Thron? Oder reicht Pfeil? Pfeil ist kaputt. Wenn nicht alle im Kreis laufen, dann kann ich euch nochmal voll heilen. Ja, jetzt bitte nicht bewegen für die Healer. Ja, schon mit Stand. Ja, ich weiß. Da haben wir so einen Domino-Effekt, der schon wieder um mich drum zugelaufen ist. Nee, aber er war auch gleich Zelt, weißt du? Hat er nur Hälfte AP, wird es enger gewesen. Wäre egal. Okay. Echo? Doom wird wahrscheinlich laufen. Und der Boom ist tot. Er wollte doch nicht laufen. Das ist aber nah, die Bomb. Oh. Ich glaube jetzt Dip. Oder noch ein? Ne, noch ein. Danach. Jetzt kommt Dip. Passt auf Kevin auf. Ja, das war klar. Ohr heißt, du bist picked? Nein, Ohr heißt, er hat 5 HP. Okay, aber... Warte, Echo, passt auf. Wieder da? Was ist denn hier passiert? Er hat uns geklebt. Echo kommt und Dinge. Schätzen. Oh. Okay. Oh, halt mich, retz mich. Bombe in 3, 2, 1. Alles gut. Medkit for the win. Ich glaube, das war nicht ein bisschen zu spät. Pass auf den Messenger auf. Und auf den Echo von links. Der Messenger, Nox? Ich hab ihn. Genau, ich hab ihn dahin platziert, statt dass er näher spawnt. Ja. Glaube ich besser so. Wichtig ist, dass er nicht ganz nachspawnt, weil sonst ist das ein bisschen knifflig. Wo ist denn Kevin? Direkt neben mir. Auf die Gruppe. Laura? Ja, tschüss, danke. Da ist ein Pick. Er ist raus. Pass aufs Echo auf, kommt wieder. Okay, Vorsicht, Kevin. So, hier kriegt ihr Alec. Ich hab gar nicht mehr gewöhnt, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Und? Ja, ich muss. Echo? So, schon wieder recht. Echo.
ja. Gleich Dip. So ist Echo von rechts. Ups. Das hab ich falsch geguckt. War umgedreht, egal. Es gibt schon wieder Alec. Ich hab Echo auf. Der Dip schön ablegt. Echo auf die Gruppe. Kann ich wegmoven? Ja, ja, ich. Den Golem krieg ich nicht, den muss jemand anderes nehmen. Nehm ich. Dip. Golem hab ich. Vorsicht mit dummes Autos. Da ist ein Pick. Einer ist tot. Kraftbar. Welchen? Kevin, bleib hier. Fuck. Du wirst leben. Das wär's noch, wenn du näher verstirbst. I mean, es ist CM, ne? Alles möglich, ne? Dann Boons ab. 3, 2, 1, go. Okay. Okay, ich wieder zurück. Ja. Kevin? Gebrochen. Kevin wurde gebrochen. Da kommt er wieder. Er hatte noch etwa 20 Breakbar oder so. Da hab ich gedacht, ja gut. So ist cleaner. Ich habe eben die Boon-Table geöffnet. Ja. Und sie flackert. Und dann war mein Spiel weg. One little bug in my code. Fixed one. Two little bugs in my code. Du solltest deinen Code mal entkäfern. Machen also, ich die auf wieso, wieso hast du einen Crashlock? Oder war einfach weg? Oh cool, ich habe jetzt eine Fehlermeldung von ActiveBS Table. Error 0, Success. Failed successfully. Nox, also sehr gute Errormeldung. 10 out of 10, would recommend. Aber hast du überhaupt ein GitHub dafür? Die Boot Table? Ja. Ja klar. Ich bin die Untable, ja. Musst du da reinschreiben. Ach, originaler Source Code von Mars Edge. Heavily modified, obviously. Also ich kann aus Erfahrung sagen, wenn es die ganze Zeit an ist, dann flackert es nicht und es crasht auch nicht. Supi, ich lasse es jetzt nicht erstmal nochmal. Ja, mach mal an und mach mal wieder aus. Eigentlich sollte die nicht crashen, wenn du sie aufmachst. Ja, jetzt, er hat sie ja auch nicht geladen, offensichtlich. Ach, die wurde nicht geladen? Mit welcher Meldung? Habe ich gepostet im GW2 General. Ah ja, ja gut, ich habe nur einen Bildschirm. Hast du was CM angemacht? Error 0, Success. Sorry, ich war nicht da. Ich war selber beschäftigt mit meinem PC. Das ist ja die absolut, eine absolut Premium-Fehlermeldung. Jetzt verstehe ich. Hab ich alles. Ich musste leider feststellen, dass mein Herald im Turm steht. Was zum Henker hast du gemacht, Krieger? Ist egal. Error 06. Was? Dann let's go. Also, Respekt dafür. Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nox, gib mal lieber Boons. Ihr habt alle Elect, beschwer dich nicht. Hands up. Der eine ist full life, das ist halt übel. Dann werfen wir, komm.
Hat nicht geklappt. Sorry. Einfach basten. Noch warten mit Waffen. Sorry. Ich hab hier ein ordentliches Problem. Dann zwei Warrior. Ja, das ist das Problem nice. Von dem okay, wir machen es nochmal. Hatten wir einen Pool beim zweiten? Ja. Dann müssen wir die auch ordentlich cleaven. Dann wird das Problem war die erste Hand. Da wurde ein Schwert nicht getötet. Also ich hab's dann mitgenommen nachher, aber das war nicht der Warrior. Es waren die von der zweiten Hand komplett. Ja, also es sollen ja gar keine Schilde spawnen. Ja. Aber schauen, dass wir alle bei den ersten, bei der ersten Hand uns darauf konzentrieren, die Schwerter zu machen, wirklich. Ja, und vor allem nächstes machen wir es weg, schubst, bitte. Dann 3, 2, 1, go. Also aufpassen, kein Level abbekommen. Oh, was für eine Runde. Oha, ich stehe kurz davor. Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen. So. Da ist noch einer? Hier hinten hat es noch ein Schwert. Da hat es noch zwei Schwerter, Hans Bob. Jetzt haben wir auch 7 Schwerter statt nur 5. Dann sollte das passen. Ja, ist kaputt. Diese Schwerter jetzt nicht werfen. Erst noch alle killen. 1, 2, 3. Jetzt werfen. 4. Dann nehme ich hier. Sorry. 2, 3, 4, 5. Dann kannst du den Rest nehmen. Schmeiß die. Jetzt phasen wir mit denen, hoffe ich. Jetzt kannst du deine schmeißen. Dann. Ist broken. Genau. Jetzt würde ich einfach so 3 oder so schmeißen. Und schmeißen. Ja. Wie viele hast du, Laura? 7. Okay, gut. Dann können wir die Hand instant bursten. Dann kann man auf den Boss schmeißen. Wo ist denn sie? Da. Gut. More or less. Das hat. Ja, heute ist Tag der Second Tries, würde ich sagen. Du war First Try. Ja, wir müssen noch nicht alles Second Try machen. Einfache Bosse wie Doom können wir weiterhin First Try. Genau. Nur bei den Schweren haben wir dann, ne? Ach so, das will ich verstehen. Also KC ja. Second Try. Korrekt. KC, Desmina, Kern. Wait. Kern haben wir nur einen. Geld. War aber fast ein Second Try geworden. Samarok. Ja, Geld ist halt. Ist halt zur Zeit, wenn dann die Leute noch nicht da sind, die man, auf die man zählt. Ja, wir fangen ja auch eigentlich um 19 Uhr an und nicht um Viertelstunde vorher. Wir haben Geld nicht um Viertel vor angefangen. Nee, meistens sind es 5 Minuten vorher, wo wir Geld anfangen. Ja, die Leute sind auf TS, aber noch nicht im Ding. Oder sind im Wing, aber nicht da. Oder müssen sich noch was zu essen holen. Ist auch okay. Ist essen hat auch gegangen. Nur manchmal ist das knapp. Gibt jetzt keine Elec von mir, weil ich habe keinen Avatar. Elec an den Avatar gebunden ist. Dann kann man hier Subgroup so ändern.
glaube, Alec ist jetzt auch nicht das Wichtigste beim Dreckshark, oder? Nee, absolut. Ich meine, das gilt schon ein zweites Mal, Carsten. War jetzt auch nicht ein Problem, aber es fühlt sich halt trotzdem kacke an, wenn du da so denkst, ich würde da jetzt gern Alec geben, aber ich darf leider nicht. Verschwinden einfach. Game. Ach, oh, null. Da krieg er. Dann ist Gruppe 2 rechts, Gruppe 3 links. Ist dann Condi-Food. Oh, scheiße, ich hab ja die ganze Zeit mein Mikrofon nicht gemutet. Es tut mir so leid. Hä, was war? Ich schlüffe gemütlich meine Suppe vor mich her. Ja, ich kann die Condi-Food geben. Wieso, hab ich nicht gehört? Lass uns Eis am Meer enthalten, ne? Seid ihr ready für einen Instant-Start? Ja. Ja. Hi! Aber wir müssen noch warten, bis er... Jetzt darf man. Und noch? Ein Last-Crash-Block. Auch nicht. Hab grad noch mal kurz Tafnos reingeschmissen. Aber zumindest ist es mir aufgefallen, bevor ich in Combat war. So, ja, komische Bubbles. Ich bin auch ein Stück raus, keine Ahnung. Er hat mich bestimmt sabotiert und einer unter mich gelegt. Ja, ich war da. Der legt doch unter alle 10 Spieler die Bubbles. Ja, ich bin ja weggerannt. Ich dachte, das war weit genug. Ich kann meine Rotation schon wieder vergraben. Oh, ich muss runter. Das hast du gut erkannt. Ja, alles gut. So wie dieses Wasser hier runter muss. Dieses Wasser finde ich. Warte mal, wir müssen in die Richtung rennen, wa? Ach. Rechts, links, oben, unten, hinten, vorne, wie auch immer. Mein, dein. Alles nur bürgerliche Kategorien. In der Tat. Gutes zu dämmen. Elf Grafikoption. Echt spät realisiert, dass ich runter muss. War das ein Doompick? Ja. Das klang zumindest so. Disgusting. Ich fühle mich schon wieder auf der falschen Seite. Fühlst dich auf der falschen Seite? Yes. Ich bin links. Normalerweise bin ich gewohnt, rechts zu sein. Ach, bitte so. So. Mal Pause, ein Nazi! War ja klar, dass sowas von euch kommt. Was hast du erwartet? Aber hast du den CC über rechts gesehen? Ja, links. So, ja, deshalb drücken wir immer nur die rechten Tasten auf der Tastatur, ne? Okay, Krieger ist jetzt wieder so leise geworden, dass ich mich nicht verstehen kann. Ach, Mann. Ich werde auch niemals verstehen, was du tust. Ja, das ich auch nicht. Einfach das Mikro reklamieren. Es ist ja vor allem über mehrere Headsets hinweg. Es ist ja völlig egal, welches Headset. Das war bei mir auch so. Versuch's mal mit einem besseren Betriebssystem. Ich würde sagen, geh mal auf Windows. Neue Kehle bestellen. Ja, du nutzt doch auch Arch Linux, oder? Ja. Arch Linux. Ja. By the way. Mein Arbeitskollege auch die ganze Zeit rum. Ja, muss wieder seinen Kernel neu compilen.
Das ist aber eher Gentoo. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht Arch. Ich muss meine Pakete neu konfigurieren, ist Arch. Ja, das sowieso. Das ist doch viel häufiger. Aber der macht es gerne mal. Ja, es bootet nicht mehr. Ja, ja. Der hat das Probleme. Wenn ich der irgendwas fixen muss, weil es nicht mehr bootet. Dann sollte er vielleicht ein bisschen weniger experimentelle Pakete benutzen. Also, ich glaube, Arch ist inzwischen eins der stabilsten Distributionen da draußen. Ja, du, ich weiß auch nicht, was der macht. I tend to disagree, aber Ubuntu ist aktuell auch nicht besser. Naja, ich bin nix Fanatiker, also wollen wir mal nicht über Stabilität reden, ne? Stabi was? Wie viel Stacks so im Average? Alle. Was ist an Despian? Was Debian? Die Distro? Die 12er. Der 12er Release ist mega gut. Oder ist sehr gut angekommen. Hat jetzt auch aktuellere mehr Packages und so ein Gedöns. Naja. Ich habe darauf nur geupgradet, auf Debian 12, weil irgendwas anderes ganz böse kaputt gegangen ist. Ach ja, genau. Debian hängt heute natürlich wieder so weit hinterher, dass die auf dem 11er-Paket oder auf dem 11er-Channel die Redis-Version von vor 2 Jahren noch nicht drauf hatten. Ja, das ist Debian. Aber es ist ja Debian 11. Also aktuell ist ja Debian 12, das ist auch schon Ja, deshalb mussten wir upgraden. Sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Mein Tontable hat gerade geflackert. Alarm! Ich bin vorbeigelaufen. Ach, Laura. Kuckuck. So, wir sind da. Welche Art von Flackern hast du? Bottle? Die wird zu größer und kleiner und du kriegst Skullboss. Ja. Nee, den Bug habe ich auch nicht gefixt. Wow. Was darf man? Ich kann ja auch nicht alle Bugs immer machen. Also dürfte weiter Memes machen. Mhm. Da kannst du nicht mehr, jetzt tanzt du. Disappointed. Your day is ruined. Oh. Also es war sowieso schon, aber... Jetzt ist auch noch dein Disappointment nicht mehr messbar. Ja. Ich hab jetzt Bock auf Schokolade. Ich hab Rumtrobelnuss zu Hause. Also eine geile Suppe ist besser als Schokolade, ne? Wieso willst du uns Schokolade madig machen? Ich will sie niemandem Schokolade machen. Madig machen. Ich möchte sie einfach nur essen. Gibt's nicht so Madenschokolade, wie es Madenkäse gibt? Oh, jetzt. Wir reden hier über Schokolade, okay? Bitte. Der Madenkäse ist doch nicht mal legal in der EU. Das gibt's nur bei beiden. Nee, in der USA, in der EU schon. Nee, EU ist auch verboten. Ist er auch verboten? Yes, weil die zum Teil leben. Haben die ja nicht aus der EU? Lebende, Mann. Ja, Sizilien. Aber er ist verboten. Cool. Sind wir uns ja sicher, dass das Maden sind, die da drin sind, wenn es aus Sizilien kommt? Ich meine ja, Madenkäse. Aua. What about Tank? Das war ich, das ist meine Schuld. Das auch? Nee, das nicht. Dann machen wir wenigstens CC. Das machen wir doch nochmal, oder? Also nimmt er halt immer den nächsten, also. Ja, das ist tricky. Ist er nicht toughness based? Hast du deinen Heal Turret etwa mitgenommen? Nein, ich hab nur das Medkits. Ich bin auch Ele, übrigens. Mit meinem Heal-Turm. Nee, ich hab keinen Heal-Turm. Tank, der geflamed hat, weil die DPSler. Weil sich die Hitbox der DPSler ganz glänzend bisschen überlappt haben mit der Hitbox des Bosses. Habt ihr beide dann, dabei? Ja. Und dann konnte er das nicht mehr tanken. Ja, waren wir alle sehr verwirrt. Ja. Hört sich nach einem Problem von Gitgut an. Ja. Ich hab den auch schon mal getankt, das ist nicht so schwierig. Oder ich das kann, okay. Stimmt, du könntest eigentlich wieder, ich meine, man muss ja jetzt nicht mehr
Flanker. Du bist nicht der Average Raider, du bist besser. Immer noch mit dem Tank. Und dann hat er ja geflucht, weil er die Aggro nicht halten konnte. Ihr dürft mich reißen. Jojo. Dankeschön. Die Kasten Kronos kommt man gar nicht an, wenn es im CC geht. Gott. Mhm. Muss ein Basic und einfach Precasten, dann funktionieren. Was dies hier machst du, Fernand, oder? Ja. Ja. Aber dann hast du Leute, oh, die wenn der mich nicht hier hittet. Dann kommt einfach mit dir mit. Ja. Machst du es trotzdem auf, weil ich bin nicht mitgekommen. Ja, ja. Danke. Wow. Oh je. Das war great nein. timing. Oh nein, oh nein. Oh, jetzt bin ich jetzt vorne. Wir machen GG. Okay. Das war unlucky. Gib mir einen kleinen Augenblick. Ja, ich habe immer noch kein bisschen Schokolade genommen. Das ist eine unhaltbare Situation. Für jeden Boss-Vibe eine Schokoladentafel? Ja. Tafel gleich. Ja, hä? Wenn sie heute nur noch irgendwie 75 Gramm sind, kannst du eine Tafel essen? Wie viel Mal willst du 75 Gramm Schokolade essen? Ja. Hallo? So eine Tafel Schokolade mit 100 Gramm hat ungefähr 600 Kilokalorien. Ja, I don't care. Einmal die Woche kann man das auch mal machen. Nee, nee, du sagtest mehrere Tafeln, also eine Tafel Schokolade ja pro Vibe. Das ist ja richtig. Einmal pro Woche kann man das ja machen. Kommt, Jungs. Krieger? Ihr seid ready. Ne? Achso. Also Krieger, den Log möchte ich haben nachher. Ne? Gab's nicht. Nein, den aktuellen, der jetzt geschrieben wird. So. Boah. Na, wenn ich Error 0 mache, logge ich auch noch mehr als nur den Error 0. Ich habe eine ganz doofe Vermutung und ich werde die erstmal abchecken, bevor ich dir da irgendwas schicke. Ich denke, ich kann mir so fast denken, was es ist. Nee. Nicht nur du. Keine Falle gelegt. Wann? Bubble. Jetzt denkst du, Fernante. Ja. Versuch's nicht zu vergessen. Der Reaper noch fliegen. Alle tot. Hä? Hab dich.
Nox hatte ich. Gibt man einmal Stockblock statt Sprung. Nie wieder. Unschuldig. Bist nicht in meiner Gruppe. Portal ein bisschen links. So, dann hast du Portal, oder? Ja. Jo. Sind wir etwas viele? Ja, ich gehe rüber. Hey, wir sind vier. Vier ist gut. Gar nicht, wir sind fünf. Doch, halt vier, ich weiß nicht, wo du zählen gelernt hast. Zwei, drei, vier, fünf. Ich sehe auch fünf. Wir sind fünf, ja. Okay, vielleicht kann ich nicht zählen. Never mind. Ich bin halt extra wieder reingedutscht. Ja, muss ja, doch nicht jeder können. Es kommt auch so selten vor, dass noch alle leben, ne? Nein. Don't aber normalerweise kommen alle Diebe mit und. Und Fabi. Fabi. Komm hoch. Mach der jetzt einen Test. Kannst du aufmachen? Sie dürfen das Portal öffnen. Oh no. Air Tank. Ich kann das Pattern von dem nicht auf dieser Plattform. Das ist relativ simpel. Hüpft einfach immer gegenüber. Und immer, immer der Flame Breath in die Gruppe. Ja, das stimmt. Korrekt, ja. Egal halt, wo die Gruppe steht, einfach. Render. Ist egal. Er weiß einfach, wo die Gruppe steht. Dann mach ich jetzt das Portal, muss ich, oder? Ja. Genau. Also ich könnte auch, es reicht in der Regel, aber. Wenn wir schneller wären, dann müsstest du. Die Frage ist, reicht das jetzt hier schon? Nee, ich glaube nicht. Das flamest auch noch uns, weil wir nicht genug Schaden machen. Naja, das ist halt so. Mach doch selber mehr Schaden. Ja, mache ich jetzt im Vergleich zu letztem Mal. Darf sogar ein Damage-Skill mitnehmen. Warst du letztes Mal nicht tot? Nee. Er dürfte Utility Skill mitnehmen. Ich hab jetzt hier, guck, Damage Utility. Okay, das geht gut auf. Ja, perfekt. Und jetzt kannst du am POV schauen, ob es sonst gereicht hätte. Ah, ja. Weil am Hand von letzter Woche kann man es nicht sehen, weil ich habe sie einfach random geöffnet. Ich wollte hier rekorden. Was für ein Rekord? Wie man gedeemte Peerless denken kann muted. Ohne Toughness. Microphone activated. Eigentlich gar nicht, oder? Ist der Toughness-based. Peerless.
Nee, weil halt jemand gemeint hat, so, ja, es ist halt, er braucht halt so viel Toughness und er stirbt fast auf seinen Sachen. Hab ich gesagt, das ist halt einfach die falsche Klasse, bei dem falschen Bild. Näheres Heal, Herald. Weiß. Hm. Und dann stirbt er. Ja. Dann zeige ich so ein bisschen Positioning und Dodge und so. Mit den Dodge-Button, das... Ein Großschwertblock. Geht jemand? Aktivieren. Ich muss selber aktivieren. Eieiei. Na, ich hab die falsche Elantria genommen. Mein Virtuoso heißt nämlich genauso wie mein Ref. Da hab ich in den Ring reingeladen, festgestellt, dass ich alles pinke Skills hab. Und dass es nicht die Skills sind, die ich haben wollte. Kannst du verstehe. Quick Chrono. Kann ich nicht. Let me out of combat game, danke. Ich habe gehört, Random Bullshit Go soll funktionieren. Zur Not pack ein bisschen mehr Boon Duration mit ein, dann funktioniert Random Bullshit Go besser. Denk dran, drückt beide Signets. Für CC. Und Portale haben wir auch dabei. Halt Svenska. Hattet ihr das schon mal, dass jemand einfach Discord nicht mehr nutzen konnte? Wie meinst du das? Also... Diese Person sagt, der Discord, bei dem sie jetzt raidet, der existiert irgendwie nicht mehr bei ihr, den sieht sie nicht. Und wenn ich auf ihren Charakter klicke in Discord, kann ich auch nicht schreiben. What? Hello, Ben. Cool. Keine Ahnung. Wir müssen da was setzen. Ist halt schwer. Gar nicht so einfach zu retten. Er steht wieder. Betten diesmal. Gerne ein weißes Amulett, was einfach nur Amboss heißt. Warum? Special Fähigkeit, dass ich nicht hochgeschmissen werden kann von diesen Dingern. Wow. Oder steht sie jedes Mal an der Welle? So ein Trick, wenn man einfach richtig steht. Ich bin reingeblinkt. Auf ID, den wir können, aber irgendwie faul. Es gibt einfach Leute, die sich in jedes Mal da reinstellen. 3, 2, 1, go. Das ist jedes Mal eine andere Person, das ist nicht so tragisch, aber. Nee, sorry. Zweimal geboren. Ich glaube, der hat eine Ausrede. Ich meine, ein schönes fucking Handy-Internet. In den Tornado, oder? Ich meine, in den kleinen Abdraff. Achso. Wenn sich hier auf die Ecke und werden dann hochgemacht. Oh nein, ich hab die 3 gedrückt und ich bin tot. Fuck. Kann man hier nicht canceln? Nein. Das ist einfach RIP. Soll ich mal eine App machen gehen? Ja.
einfach mal einen Down zu erkunden. Irgendwo versucht einfach mit der Smoke Scale das Ding zu skippen. Warum stirbt er? Ich hab meine Namen genommen, Smoke Scale? Weil es halt einen Blink hat. Auf dem Soul Beast. Sonst hast du keine Möglichkeit. Funktioniert Schwert 3 nicht vom Soul Beast? Nein, ist in meinem Lied. Ah, okay, es kann. Und da drückt es halt immer ein bisschen zu früh. Subgroups. Ja. Geht so, oder? 2 Norden, 3 Süden. Hm? Jo, alles klar. Let's go. Das heißt, wir sind anders als sonst, Laura. Oder anders als letztes Mal. Ich hab keinen bekommen. Nordchen. Lol, IP-Bann. Hat sich einen neuen Account erstellt? Kommt immer noch nicht rein. Ich kann mal denn auf Discord einen IP-Bann bekommen? Keine Ahnung, ob das jetzt ein IP-Bann ist. Laura, du bist auf der anderen Seite. Okay, sorry, ich bin aber so viele Leute auf der anderen Seite. Meine IP-Bans funktionieren eigentlich nicht mehr wirklich. Vor allem, ich bin mir sicher, ihr Freund ist bestimmt jetzt gerade irgendwo im Discord. Ja, gut. Naja, kann Discord die MAC-Adresse abrufen? Das ist völlig irrelevant. Warum kann ich ihr nicht schreiben? Die Nachrichten mit ihr laden nicht. Also, hä? Kategorie. Weggucken. Basen. Gut. Discord slightly bugged, I guess. Qualität. Könnt ihr nachher rätseln, bitte? Ich hab nicht so viel Anlag allgemein. Oder was willst du rätseln? Rätseln. Oh. Laura, du bist auf der anderen Seite. Aber hier fehlen Leute. Mhm. Vielleicht doch mal. Bryce ist auf der falschen Seite. Der auch im Runterlaufen. Oh, ups. Splitten. Ordentlich raustragen. Splitten und nur 2 aufeinander. Gut. Nox, wir müssen an die Mikrofon muted. Ja, ich würde die links von mir nehmen. Ja, ja. Für die hinter euch quasi. Okay. Ja, genau. Ja, blendet. Dann Fry, du kannst dann weiterhin im Norden sein. Im Split. Okay. Achso. Ich wollte gerade fragen, muss ich eigentlich eine Kuppel platzieren oder. Überlebt das da oben? Falsche Richtung. Ist einfach runtergedodged. Sag doch, falsche Richtung. Ach Gott, ihr habt das an der Wand angefangen. Oh no, oh no. Down. Ja, jetzt ist es wieder da. Ausgelaufen. So machen wir, ja. Nox, welchen nimmst du? Den rechts von dir? Mir. Okay. Ich lauf dann deinen.
Dann einfach killen. Clean first try. Dann wartet einfach mit. Fuck. Oh nein! Ihr seid auch solche Profis. Oh mein Gott. Einmal mit Profis. Einmal machst du Raphael Profis. Oder so? Nee, du machst. Okay. Einmal warten. Könnt schon mal euren Bild vorbereiten und so. Seht, wie ich ein Skill tausche. Da zwei. Seid ihr durch? Ja, kannst. Ja. Sehr schön. Nee, ich kann auch nicht. Geht nicht. Der Lok ist noch nicht da. Ja, aber quasi das Skip ist getan. Jetzt. Jetzt wahrscheinlich. Microphone activated. Nein, nicht zerbrochenes Gewächshaus. Ich nehme Yalis mit. Okay. Ich denke dann auch dran, das zu nutzen. Er sieht sehr bereit aus auf seinem Bunny. Ich glaube, wir können einfach mal starten. Ne? Dann 2-1 Attacke. Du kriegst ja gleich was zu tun. Ja, alles gut. Ich mag diesen Ding einfach nur nicht. Öde. Der ist doch ganz toll. Also ich fand den Sabir gerade sehr spicy. Der Sabir. Adina. Das Sabir auch. Adina. Okay. Sabir kommt noch. Hey. Nein, Sardina. Ach, Sardina. Wir machen es nochmal, kommt. Warum möchte kein Stick Stabil bekommen von der Straße? Ja, etwas weiter vorne? Ja, ich bin extra reingelaufen. Aber wohl nicht so schnell. Du brauchst wahrscheinlich zwei Stacks. Nee, ich hatte gar keinen. Ja, dann war sie noch weiter vorne. Upp. Ich stand drauf, deswegen. Ah. I guess. Los geht's los. 3, 2, 1, komm. Ich krieg das von Typing nicht mehr aus. Was sonst immer funktioniert. Ein bisschen Heilung zu resten. Ach da, sorry. Hört sich gleich. Was ist hier? Ich war gerade verwirrt, was irgendwo Südwesten ist. Ja.
4. Rechtwuchs ist mal wieder super entwickelt. Bei dem Ring auch wieder so Flashbacks auf Star Wars. Ich hab kein Wort verstanden, Gregor. Star Wars Flashbacks? In die Teeling. Wenn wir sicher noch kann was machen. Jetzt. Blitz. Ich komm da nicht rüber, ich geh mal hier hin. Ich leg das ja einfach hier dazu. Ich bin in die falsche Richtung. Dann nehmen wir halt den langen Weg zurück. Müsst ihr nicht irgendwo einen Twist bei uns sein? Also bei Herzling jetzt nur zwei, dann müssen wir. Ah! Zwei ist genug. Okay, dann ist das okay. Eins wäre zu wenig. Noch zwei. So, 40. Ich glaube, ich habe Stabi nicht rechtzeitig ab. Okay, ich habe eine Straße. Und außerdem ist es out of range. Gibt gar keinen Lockdown. Möglichkeiten. Euer Ziel ist zu weit entfernt. Wow. Macht er doch schon hüpfen. Also. Er blockt dort. Einfach. Ja. Er ist mal fertig. Ist dort und so. Ich hab wegen dem großen. 30. Wir können wieder in Süden. Das war ein Anno. Steht die Anno. Ja, wartet doch, bis sie im Feuer steht. Da müsst ihr jetzt Hand anlegen. Regel aus der Straße. Euer Tank ist in der Luft, das heißt, ihr müsst sammeln. Also ich dachte, wir sammeln immer. Ja, aber jetzt ist es mir wichtig. Nur in der letzten Phase sammeln wir. Okay. Ich hab du gerade schon fast da stehen bleiben. Ich swap auch nicht von Jalis weg. Jep, wir können wieder in die Richtung. Ja, eben kurz. Läuft ein bisschen Stabi ab. Oh, jetzt warten wir. Ja. Stellt euch vielleicht nicht direkt fürs Feuer. Kann einer CC machen? Jetzt hat Stabi gegen diesen Knockback geholfen, oder? Ja. Ja, Stabi ist da. Ja. Ich munke. Dann mache ich das jedes Mal. Ich hab Feuer in die Anno gelegt. Mit Absicht. Ja. Gute Ansage. Ich hab das Feuer direkt ausgenutzt. Die Anno, ist die Anno da drin getötet. Hast du gut gemacht. Oh, muss ich das eben einfach machen? War tatsächlich angenehm, dass da jetzt Feuer lag. Okay. Hey. Dann machen wir doch Pause bis 41 und dann Escort. Und ich lade nicht in den Ding rein. Super Speed. Ja. Okay. Bei einigen so gilt es Discord jetzt aber auch da. Also es gab vor längerer Zeit mal den Fehler in Discord, dass du gar keine Nachrichten mehr sehen konntest. Will das irgendwie eine halbe Stunde gebraucht haben, um das zu fixen. Das kann natürlich jetzt auch wieder sein. Nein.
Ach Mann. Was ist los? Ich wurde auf Arbeit gepinkt und jetzt ist Discord kaputt und ich kann auch keine Nachricht schreiben. Lieb Anna. Vielleicht geht's bei jedem kaputt, der angepinkt wird. Mhm. Ärgerlich. Gucken wir mal schnell ein Bierchen. Könnte es sein, Discord bad? Discord bad, I agree. Microphone muted. Was muss ich da schon wieder lesen hier? Deutsche Bahn. Bahntickets in der App. DB Navigator oft teurer als am Automaten oder auf der Internetseite. Na dann, die wollen auch wirklich verklagt werden, ne? Das ist ja sowieso eine absolute Lächerlichkeit, wie die Bahn ihre Preise gestaltet. Das haben sie sich bei den Airlines abgeguckt, das muss gut sein. Ja, aber bei den Airlines macht es ja wenigstens noch fast Sinn. Aber bei der Bahn macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil eine Bahn ist nicht voll. Schon. Ja, mit Deutschland, seitdem ich in Japan war, habe ich in Deutschland keinen einzigen vollen Zug mehr gesehen. Boah, warum fährst du die falschen Strecken? Ja, das kann sein. Also ich hatte schon auch schon wirklich volle Züge, aber so ich war in Japan. Das ist kein Vergleich. Ich wohne in der Schweiz, okay. Was mit der Schweiz? Microphone activated. Ziemlich hoch. Fast so wie Tokio. Genau. Also es geht um Zugpünktlichkeiten, Pferde. Aha. Also haben wir nicht. Naja, an sich würde wahrscheinlich die Bevölkerung der Schweiz in einen Zug in Japan passen. Also, ne? Nicht ganz, wahrscheinlich. Aber tatsächlich, wenn man den Umriss der Schweiz auf die Region Shanghai, glaube Shanghai oder Peking, auf irgendeine Metropolregion in China legt, würden auf der gleichen Fläche 120 Millionen Menschen wohnen. Kannst du auch nach Tokio legen. Und Tokio ist größer als die Schweiz. Und die Schweiz sind halt 9 Millionen. Ja. Sind nicht so viele. Aber irgendwie ein Drittel der Schweiz ist auch nicht so gut bewohnbar. Es ist schwierig, da Häuser zu bauen, würde ich sagen. Ah, ist noch ein bisschen bergig. Schwätzer. Wie haben Sie denn Ihr Haus gebaut? Ja, ich habe es in den Berg geschlagen. Ja, ich habe auch Minecraft gespielt. Wieso fragen Sie? Musst du dieses GIF rausholen, wo die Arbeiter alle auf diesem Holzblock drauf rumspringen, damit sie da irgendwie so einen Pfeiler in den Boden ran. Ich weiß, welches du meinst. Du kannst reinladen dann. Ich dachte, das gute alte Bild aus New York bei Wolkenkratzerbauer, wo sie da alle auf dem Stahlträger stehen, ungesichert und so. Ja, und Mittagspause machen. Ja, genau. Das ist auch gut, ja. Gute Arbeitssicherheit in den 50ern. Ja, 20er, 30er wird das gewesen sein. Ja, vor dem Zweiten Weltkrieg. Meinst du? Ja. Da geht's Super Speed. Das ist dann Gregor, oder? Bitte? Ich habe Super Speed. Super Speed ist Gregor. Ich chill gleich bei dir. Danke. Ja, dann mach doch einen Ready-Check und dann. Messages failed to load. Na, das ist gut. Obwohl ich da neulich auch eine tolle Reportage irgendwo im, was war das, Norddeutschen gesehen habe, wo ein Typ wirklich ein Haus renoviert hat. Jo. Und der dann sich gesichert hat und dann ist er von der Leiter 2 Meter nach rechts gekrabbelt und dann hing das Seil so nach links und ich dachte mir, cool, wenn du jetzt runterfällst, dann klatschst du schön gegen deine Wand. Ist doch super. Ja. Arbeitsschutz und so. Es gab auch irgendwo, war das ein Video oder das ein Bild, wo einer die Sicherungsleiter dann um den Hals geschlungen hatte? Oh ja. Das habe ich heute gesehen, das Ding. Böse. Das war großartig. Nee, der hat, das sah wirklich genau so aus, als hätte der das wirklich ernst gemeint. Das war jetzt nicht irgendwie ein Joke-Bild oder so. Der hat da wirklich auch so gearbeitet. Ja. Naja, wenn du abstürzt, bleibst du halt nicht hängen, ne? Stirbst du direkt.
Das ist richtig. Mhm. Ja, diese Tragegurte sind halt das Problem, wenn du da länger drin hängst, schnürt es dir alles ab. Jupp, und wird sehr unangenehm und kann sogar tödlich werden. Zeit hast du oder so? Ganz anders als Schlinge im Hals. Ja, ne, leidest du halt keine 25 Minuten, ist halt direkt vorbei. Wollen wir uns auf Gameplay konzentrieren? Natürlich, ja. Raphael. Gut. Irgendeine Mine? Nee. Nicht mehr. Kleiner capped. Kleiner ist fertig. Ich bin erstmal kurz weggefiert. Lerner, hier hast du Alec. So. Was soll Lerner mit Alec? Kann, das weiß ich nicht, aber ich habe Alec gegeben. Weil sie hatte keine Superspeed. Hä? Ja, frag das mal die 5 Leute, die um den rumstehen. Ja, wie das stand, passieren da standen kann. So viele Leute drumherum. Richtig. Mark, bitte töten. Danke. Lerner kriegt Schaden. Könnt weiter. Ich entangle den. Ist entangled. Entangeln? Der ist schwarz locht. Ja, nochmal. Entangle den. Wunderbar. Von unten kommen noch welche, die kann ich nicht aufhalten. Er rennt. Mach nochmal Maß und Wiss, dann können wir gleich schön rüber. Drei Stück. Zwei sind tot. Dort ist auch tot. Easy. Nicht auf kleiner stellen. Solange jemand weiter vorne passt, das von euch. Holy shit. Ja, das war wunderschön. Hatten wir keine Quickness auf dem Tower oder? Kam mir etwas slow vor manchmal. Oh nein, jetzt noch 3 Sekunden sparen können. Ja. Ja, am Anfang haben wir relativ lang gebraucht, ja. Hab ich schon gemerkt miteinander. Ja, also ersten war ich halt nicht gebounced vom Mushroom. Ah, okay. Was ist mit ihm? Und sonst ist, glaube ich, immer ein bisschen abhängig davon auch, wie schnell man losfliegt. Naja, was ich meinte, wir sind auf dem Turm gelandet und dann hat es relativ lang gedauert, bis ihr was Fokus platziert war und so weiter. Das war aber schön, ich hatte eigentlich immer Elite-Glyphe. So stabi. Ja. Ja, ich meine, sonst theoretisch, wenn wir Krieger spielen, dann könnte ich hier halt auch nochmal Stabi-Mantra oder so mitnehmen, dann ist auch easy. Okay, sie mit. Jo. Diesmal spiele ich es ohne Entangle. Wie sollen wir deine Statuen draußen halten? Raphael. Aber wobei ich glaube, Xera war dann mit Entangle. Auf jeden Fall habe ich jetzt Entangle rausgenommen. Powerful. Ich stelle hier. Jawohl, ein Mini-Fest. Die Subgroups richtig? Ja. Wäre dann das Quickness, gell? Ja. Ja. Gut. Ich habe noch nicht ganz für jeden Boss ein Template, aber fast. Deswegen klappt es mittlerweile besser. Auf die Statuen auf. Bleib hier stehen. Statuen auf Symbole. Also, Fabi, du kannst reinkommen. Dass sie halt nicht kreuzt. Die Merchant. Ja, sorry, ich war zu weit. Ja, mein Fell. Machen wir nochmal. Ja, so kommen sie doch nicht rein, ist doch super alles.
True. Ich mach dann kurz Mars Invis am Anfang. Also wenn wir Swiftness haben, soll es reichen, aber gehen wir rein, oder? Ja. Wer hat, hat. Gefühl, der ist sofort gespawnt, nachdem ich Zähmung gemacht habe. Ja, er spawnt viel schneller, wenn er kein Dialog mehr hat. Nach einem Reset als ne, am Anfang. Das ist das, was er sagt. Auch am Anfang kannst du den Dialog skippen, dann spawnt er schnell. Okay. Jetzt raus, Fight muss nicht so tief. Sonst ist wieder das gleiche Problem. Weiter die Mergen. Boah, so knapp. Ja, machen wir das halt nochmal. Wieso? Alles klar, denselben Song. Also, sind sie gemerged oder was? Ja, sie sind gemerged. Dass das wieder nicht rendert, ey. Genau, also. Viele Mesmer? Ne, haben wir gar nicht. Ne, das Problem ist nur die Fixation. Machst du es an, Gregor? Also heute wirklich die Easy Bosse. Multi-Try. Weiß jetzt nicht, ob KC mit Strat so easy ist. Ach, KC Midstrat ist easy. Ich meine, wir failen nicht Anna Midstrat. Doch. Doch, nevermind. Naja, ist debatable, ne? Wir gehen? Man könnte auch einfach gucken, wer wo. Achtung, dürft nochmal. Wer wo steht. Fixates, clever sein. Gut. Die nicht zu weit, ne? Oh nee, Boss springt. Egal. Warum zu mir? Der kommt zurück. Nein, das ist auf jeden Fall. What the fuck? Das habe ich aber auch noch nicht mehr gesehen. Game. Bauen, dass wir ihn nicht instant töten. Ah, nee, der andere ist eh außerhalb Range gestorben. Er musste ja wegspringen, weißt du? Das ist ein ziemlich gutes Schritt, wa? Er wollte uns nur helfen. Ach, auf wegzuspringen, verdammt! Nein. Oh Gott. Farbe habe ich noch. Rika hat ja gerade sonst nichts zu tun. Dann nochmal den gleichen. Song. Oh Junge. Auf dem Boss bleiben. Dann schauen, dass. Passt auf, dass die Statuen jetzt nicht. Merchant, aufpassen, ist nicht in meinem Namen. Und sie sind gemerged. Können wir das handeln? Ja. Gut. So, die nächste Statue bitte clever raushalten. Vorsicht, Kotze, Krütze, wie auch immer. Das Deck bleiben, nicht im Boss sein. Also, ich halte meine raus. Ihr könnt mit der anderen. Dann bleib ich drin. Dann wird den Boss reden. Macht 20% Max Health Schaden, dieses Ding. Das heißt, man kann auch zwei tanken eigentlich. Ja. Vorsicht. Dann pesen. Gut. Das große Viech töten. Ja. Ist halt eine Änderung bei der Midstrat, dass wir ihn jetzt nicht mehr so extrem durchziehen. Den von der einen Seite. Haben wir früher die Coils so gemacht. Ja, sonst müssten wir wahrscheinlich noch mehr cleaven, aber ist ein bisschen fies mit den Klassen.
Nox, du bist legendär. Wie bitte was? Du bist legendär. Dein Eisbein. Jeder in seinem Ring und Zimmer kommt. Wir müssen sie durchpollen, sonst sterben wir. Zu ihm? Oder? Okay. Ja. Zu ihm, der bewegt sich nicht. Habe ich nicht ganz geschafft, dich zu saven. CC. Gut. Nee, nein. Spread. Ah, scheiße. Ist genau in dem Moment hochgesprungen. Warte. Was wird aber mit brechen, dem Brenner sehr, sehr ruhig bei mir. Ja, auch okay. Ich alles die Statue killen. Ich behalte die andere draußen. Einer zum Gate statt mir. Braucht noch jemand bei mir? Okay, passt. Going almost according to plan. Ja, es war halt blöd, dass der Boss nicht geloopt ist. Ja, er hat halt instant Kuchenattacke angefangen. Ja, das macht er immer, also. Aber quasi, wir müssen ja, manchmal ruft er davor noch, bevor er die anfängt. Und wir haben ihn nicht weit genug rausgezogen. Nee, das tut er nie in der Phase. Echt nicht? Okay. Ja. Genau, aber es war einfach... Ich muss rechts sagen, Raphael. Geschlafen. Du kannst ihn nicht wirklich machen, wenn wir nicht... Wir müssen ja noch okay. machen. Können wir auf nächstes Mal vorbereiten. Weiß der River gut geklappt hat. Ja. Ups, ich ist falsche Dinge gegangen, Thomas. Brain AFK. Perfekt. Fehlt noch ein Knight. Ah, RIP. Sind wir durch? Oh, no. Fuck, sind durch, gut. Wollte Laura gerade trollen, aber ich glaube, sie hat auch so die Starte genommen. Nee, ich bin zum Anfang geportet, damit ich. Ich hab jetzt. Mich ans Tor stellen kann. Das war der falsche Knopf. Ich wollte Gigi und nicht den Ring verlassen. Retry vom Checkpoint ist der richtige Knopf. In der Brain Lag. 3, 2, 1, go. Bin alle da? Haben wir ja. Check angenommen, oder? Darf ich auch mal schnell gehen? Wir haben nicht so viel arranged. Ich kann einen Button machen. Ich habe eine Axt dabei. Ich bin noch angerufen, sorry. Seid ihr immer noch nicht fertig? Ja, unser Pushing hatte leichte Probleme. Ja, wir haben die Kugel lieber angeschaut, als sie zu pushen. Hm. Sind ja auch ganz hübsch. Und dann hat sich in der Mitte so ein komisches Stück L gedreht. Das war einfach hypnotisierend.
Man kann mehr DPS machen, wenn man nichts sieht. Empirisch kann ich das nicht belegen. Normalerweise bin ich Gazelle, aber jetzt habe ich gedacht, ach, egal. Ach, bei der, so groß ist die Breakfire nennt. Ja, aber es ist halt blöd, wenn sie nicht gebrochen wird. Ich habe einfach nichts geholfen. Das schaffen wir, sie nicht zu. Ich habe auch meine wahnsinnige 100 gemacht. Wir haben ja schon bei KC mal Probleme mit der CC. Wo ich immer Gazelle auch so bis mitnehme, ist Sloth, weil das einfach nice ist. Ja, mittlerweile kann man halt beides spielen, aber oder? Wie kriegst du dann dein Fireworks getriggert, wenn du Gazelle mitnimmst? Ah. Ja, es ist nicht so gut, oder? Aber, weißt du, ich kann bei KC, kann ich zum Beispiel einfach Pets swappen für die letzte Phase. Ist relativ stark. Corona was auch gebrochen wie. Ah, fuck. Hä? Okay. Wollte schon gerade sagen. Mhm. Levelport muss sein, ne? Ich find's gut. Hast du auch wirklich sehr gemacht, wenn du doppelt geportet worden bist? Ach. Rot. Mhm. Wing 2. Juhu. Nochmal am Anfang stealthen einfach. Stealthen und alle zusammenrennen oder ein Portal? Ja, mit Portal. Wenn Teddy es gerade ready hat. Naja, ich habe ein Template dafür. Gerade Bildschirm. Irgendwie die 2010. Die. Nicht 2010. 2023 Version von dafür gibt's da eine App. Wow. Die Ladebildschirm-App. Hm? Oh, emboldened. Na, wir warten einfach auf. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Bremsen. Soll man vielleicht schon vorlaufen? Nee. Dann okay, dann. Wir machen Mars in Wasser. Oh, noch kurz auf Ugno warten. Dann mach ich wieder Portal wie bei dem Boss-Blitz-Ding. Ja. Dann 3, 2, 1, go. Sind da, kannst du öffnen. Let's go. 3, 2, 1, und go. Versuchen wir ihn nicht zu töten. Sehr elegant, wie du da weggeschwommen bist. Das war jetzt irgendwie nicht Mist. Aber wir haben Raphael und Laura in der gleichen Gruppe. Das ist nicht gut. Oh, ich habe auf dem Template gerade keine Moor. Gibt schon was. RIP. Eine Gruppe hat mehr Quickness als die andere. Hm. Ich
renne gleich. Außer nur noch Axe 5 durch. Einer von euch steht einfach immer ganz hinten und immer, einer immer ganz vorne. Vielleicht so ein Ranger, Laura. Okay, ich gehe nach ganz hinten. Kommt grad tief durch. Ja, ich versuche noch meinen Scheiß zu casten, dann kriegt das ein bisschen mal. Deshalb sollte ich rüber dort stehen. Ich glaube, ich habe einen falschen gegessen. Ich sehe ihn jetzt. Oh, schön. Komm her jetzt. Oh ne, der kommt nicht mehr. Gut. Das ist emboldend, das ist alles. Zum Ausgleich haben wir keine Wounds. Ist dafür, sonst wäre es hier langweilig. Ist immer noch. Sag mal, wechselt der jetzt mal irgendwann? Ne, gut. Stell ich mir jetzt hier ganz hinten hin. Nimm einfach Stealth mit, dann kannst du. Tricks ist doch noch kein Akku haben wir jetzt wohl. Dieses Poison bin ich nicht so Fan davon, weil sie uns einschließen wird. Aber immer noch hinten. Also mir ist klar, dass du es gemacht hast, weil du dort standest, aber. Fake? Ja, sollte ja in der Zeit gehen. Dein Ohr, dein Wort in Gottes Ohr. Dein Ohr in Gottes Wort. Hätte ich da nicht hingelegt. Dein Gott in mein Ohr. Ja, dein Gott in meinem Ohr, exakt. Oh, hier. Ja, bei uns. Jetzt kommt's in Sprung 3, das ist echt möglich. Nein. Vielen Dank. Ja, Impuls ist ziemlich nervig mit dem Stabi und Stab-Timing. Die Phasen. Ist es dann nicht einfacher, wenn du auf Zwerg bleibst? Ja, dann das ist Daily. Keine Energie, um Prink S zu geben. Ach, ich hab eh kein PvE, Daily. Ja, dachte mir auch gerade, ich wollte gerade umdrehen und dann so, ach nee, gibt's ja nicht mehr. Genau, also ja, die Idee, dass ich dann auf Jallis bleibe, hatte ich auch schon mal, aber dann habe ich keine Energie mehr, um Kindes zu geben. Das ist jetzt in dieser Gruppe gerade irrelevant, weil wir zweimal Kindes haben, aber sonst ist es halt keine Option. Aber musst du wirklich Hammer campen, damit du 100% Quickness Uptime hast? Nein, ich muss nicht Hammer campen, aber ich kann nicht 30% auf Jallis bleiben, ohne die Hammer anzumachen. Und das ist auch, wenn du keinen Fight hast, wo du lange erstmal stacken kannst. Mm. Ja, verständlich. Teddy, du hast auch ein Portal, oder? Dann haben wir tatsächlich drei Portale. Hast du ein Mimic fürs Portal, Teddy? Ja. Kannst du ja versuchen, einfach von der ersten Gruppe direkt zur zweiten, also zur dritten quasi dann auch nochmal ein Portal zu legen. Kannst du. Ach, da ist das Sniper. Welche Gruppe meinst du? Also wir kommen oben an. Wir kommen oben an, du mimikst quasi in der Zeit, wo wir eh laufen müssen. Da müssen wir über die Triggerlinie laufen, dann mimikst du, machst auf und dann nach dem Portal, sobald wir durch sind und wir die Gruppe vor uns klopfen, haust du einfach schon, oder legst du einfach schon ein Portal nochmal und blinkst weiter vor an der Gruppe vorbei, die wir nicht machen müssen und Richtung dritter Gruppe. Okay, hab's. Weiß nicht, ob du super weit kommst, aber. Ja, wir haben genug, glaube ich. Und okay, ich. Mit mir nach links auf. Zum Tempel geht Fry, ich und wer noch? Noch eine Person vielleicht. Ja. Wenn hallo. Ich die Portals mache, dann geht das nicht, ne? Ja, nee, ich mach das doch. Gut. Du kannst runterkommen, Fry. Jo. Geht los. So, wann ist denn jetzt eigentlich Auswertung von dem Tournament? Ich hab noch nichts gehört. Doch alle, ich glaube, Einsendeschluss war am 5., also ja gestern. Ja. Hä, war nicht am Mittwoch? Also am 1. eigentlich.
Ja, ja, die haben gesagt am 1., aber die hatten, glaube ich, einen Nachzügler der Gruppe, wo die mal eine Ausnahme gemacht haben. Jedenfalls statt im Discord, dass es jetzt gestern offiziell ein Einsendeschluss war. Also nicht der. Ich glaube, du verwechselst das mit einem anderen Wettbewerb. Okay, das ist der Samarok-Wettbewerb. Boss Blitz. Weiß ich nicht. Ich habe nämlich auch versucht, was dazu zu finden, aber irgendwie. Mal muss ich nachgucken sollen. Ich glaube, Ready ist was an. Es ist der komische. Ich bin da nicht mehr drauf. Ey, ist ja im Ready Discord. Von mir. Ja, ich bin auf Red League, das kommt glaube ich nicht mehr drauf. Ich hab da Plague Lens gelegt und dann werden alle rausgepult. Nein. Ja. Ui, toll. Das ist nichts Neues. Der Red League Discord. Bin du noch in der. Hä? Bin ich denn nicht mehr drauf? Ja, vielleicht bist du auch kaputt. Kaputter Discord. Nee, ich bin schon. Konzentrier dich, vielleicht bist du am Solo heilen eigentlich. Und am Solo sterben. Ja, wenn ich sterbe, ist es ja nicht so schlimm. Ja. Du bist der Solo-Heiler. Jetzt spawnt der Boss einfach gleich mit durch. Solo-Heiler ist ein anderes Wort für viel Bauch. Komplett macht. Ich find's etwas mühsam, wenn Leute Discord lesen, während wir reden. Ja. Zumindest reingetappt sein solltet ihr. Genau, Nox, hol dir ein paar mehr Bildschirme. Ja, Entschuldigung. Ich meint auch bei Adina und so, also keine Ahnung. Das war Agilden-Chat, das war nicht Discord. Warte, es ist besser. Also, ist, glaube ich, egal, was es ist, solange es damit interferiert, dass man das Spiel so auf Pack-Level spielen kann. Laut! Du willst etwa sagen, Packs sind schlecht? Ja, aber das würde ich jetzt sagen, was ist das Minimum, oder? Nicht jeder Packrun wird Trio. Ja, wir wollen es aber machen, oder? Ein bisschen Zeit. Dann, wenn wir hier gleich ankommen, dann ist ja dort bei der Torn-Page die erste. Genau, und du machst von da aus. Genau, von da dann bis zur um die Ecke ungefähr. Ne? Genau. Ja. Genau, ich sagte dann, wenn wir mit der Gruppe fertig sind, du sowieso dann aufmachen kannst. Ich weiß nicht genau, wie weit du kommst, ohne irgendwie so fancy Mirage-Zeug. Aber ich glaube, alles hilft. Ja, wenn ich die erste Gruppe überblinken kann, dann ist es ja schon. Ja. Ja. Der größte Gewinn. So, jetzt können wir die Walks rauslassen. Ach, ich sollte auch nach oben gehen, ne? Zum Werfen. Dann ist 13. Richtung nach Ella und schon mal buffen. Ella. Die Ende meiner Harella. Können wir sagen, wie los ist? Bunz ab. Okay. Dann kommt jetzt. Reicht's mir noch zum Reiten. Okay. 85. Okay. 83. 50. 30. 20. 10. 4, 3, 1, 0. Ich glaube, es ist ja. Genau, jetzt mimiken. Genau, Portal mimiken. Geht auf. Dann, jemand, die am Entry machen und ich mache hier ein Portal für uns. Jemand muss die am Entry eigentlich machen. Ich mache das gleich. Fabi hätte. Ich lock noch um. Ich mache die sonst auch immer. Dann kannst du jetzt umloggen. Wenn du umloggen. Oh, ich hab schon jetzt. Ja, bin ich schon. Aber egal, stopp. Mir hat die jemand schon weggenommen. Ich glaube, die liest, dass es vor dem Umloggen ist. Ich hab sie. Also, es muss ja ewig dahin. Ich bin umgedreht. Ja, ist super. Ja, ich muss ja eh dahin beim Umloggen. Ja, wir müssen dann einfach zum Boss laufen. Wir müssen beim Zelt noch, dann sind wir durch. Vielleicht wäre ich nur noch ein Jumping Puzzles Portal hier. Und dann ist ideal, oder? Okay, laufen wir einfach zum Boss.
Ich habe 88.878 Magnetitscherben. Das finde ich jetzt sad. Eins, close. Das ist, wieder raiden. Das ist so close. Oh, ich kann die Router wieder wegwerfen. Oh. Best I can do is Lind Elite. Jetzt kommt er erst. Was? Fand ich jetzt frech. Fand ich auch. Ob vor Fabi wegdodge. Ja, ich hätte leider keinen Distort, um mich umzubringen. Ja, vor Fabi würde ich auch immer wegdodgen. Ich bringe Menschen um. Mhm. Ah! Das tötet Gregor. Ach so, sorry. Das ich wusste ich. Wir müssen wechseln, bitte. Ach, egal. Kill mir einfach. Solange ich. Random Feedback, oder? Ja, ich habe auch noch ein Feedback. Random Feedback, go! War dabei, down zu gehen. Weil es kann ja immer nur einer Corruption haben gleichzeitig. Das heißt, wenn man es einfach dann behält. Oh, der Drei-Mann-Kill, ne? Corruption-Tank braucht man eigentlich. Fabi, versuchst du jetzt mit Deep? Yes. Und kannst ja Basi Venom mitnehmen, dann hat Grün noch CC. Jetzt habe ich drin. Blau in der Mitte. Was ist die Aufteilung nochmal? Ich bin rot. Ich gehe rot mit extra Moor. Lege ich erstmal Schattenportal unten oder oben? Erst am Ausgang, ne? Erst oben quasi. Ja, erst Ausgang, dann Eingang, alles klar. Ja. Und dann machen wir Torch Room Skip. Okay. Dann machen wir das auch einen guten Split. Dann let's go. Jo. Direkt da alle rein, holt euch schon mal den roten. Da. Grüner ist auch schon da. Den kommt. Dann gehen wir zurück zum Roten. Aber dass man so in der Mitte ist. Ja. Das Grün ist zu mir gekommen. Den Green Guardian fokussen. Total. Dann ich brauche noch kurz. Sorry. Ich habe Toughness drin. Irgendwie mit dann angefangen. Sorry. Bin down. Das ist nicht so gut, ich habe meinen Wagenset noch nicht. Aber naja. Wollen wir es nochmal machen? Zeigt sie jetzt gleich? Ja, ich habe auch kein Dings ab. Außer wir recovern das jetzt hier wie Götter.
Natürlich. Nur ich glaube, schaffen. Aber jemand anders hat Agro auch. Hab ich ja, ich hab weiß nicht. Crap, das übliche Außen vor ihr, wenn ich reingehen oder? Hier. Ich hab's jetzt weggehauen. Ja, du hast den Schein gelassen. Gerade. Komm, wir machen es nochmal. Ich war auch von die Weaver, ja. Für das Pre-Event. Gibt das euch Toughness? Irgendein. Mesmer hat da Auto-Attacks gemacht. Auto-Attacked. Alright. Also, Subgroups wollten wir so, ja. Ja. Ich hab 12, 35 Toughness. Alle ready? Dann 3, 2, 1, go. Ja toll, ihr habt den Sieger rechts jetzt weggekickt, deswegen wird er jetzt nicht gestoppt. Jetzt pushen nochmal. Wie hast du es geschafft, down zu gehen? Ich hab den Boss gedreht. Ich hab nicht distortet. Weil ich auf den Sieger fokussiert habe. Animation Log von Stab 2, holy shit. Ja, der ist geistlich, ne? Ja, vor allen Dingen, du darfst die irgendwie nicht queuen. Wild. What? Das war die falsche Eis. Eventuell meinst du jetzt. Port in die Gruppe. Vielen Dank. Ja. Oh, falsche Taste. Ja, alles hilft. Ich habe nicht irgendwas anderes gedrückt als den Heil, als den hier. Noch ein Green, wir gehen da rein. Aua. Idee hat gestimmt. Den jetzt kennt. Sogar noch Macht geben, das hat schon so. Hängern. Kommt hier durch zu zählen. Ich glaube, Vicky im Bild hat den Podcorn noch mit reingepackt. Jemand hat Fokuspult? Der Pull. Oder sowas ähnliches? Kann ich das nicht mehr. So, dann gehen wir gleich ein Portal. Okay. Müssen wir dafür irgendwo besonders stehen? Nein, nein. Ne. Machen wir das erste Foto. Ich glaube, es funktioniert jetzt so, oder? Fabi macht einen Clumping Puzzle und bringt dann mit einem Shadow Portal Ferdinand hoch. Jo. Und Ferdinand macht uns ein Portal da hoch. Ganz genau. Wir müssen nur mal gucken, dass wir es dann auch so timen, dass wir dann wieder bei euch sind. Klingt nach einem tollen Plan. Und da oben, wisst ihr, wo es lang geht? Dann? Ja, wir müssen einfach auf der anderen Seite quasi wieder runterspringen, dann sind wir am Anfang vom Spirit Run. Okay. Wenn Fabi das Portal da macht, wo ich denke. Du, glaube ich, auch das Portal am Anfang vom Spirit Run legen, bin ich mir aber nicht sicher. Ja, machen wir es einfach, so wie. Genau, ich habe es nur so gesehen. Ich weiß nicht, ob das ist, damit sie dann halt sich nochmal aufsplitten können und potenziell auch eine Gruppe oben lang schicken können. Ja, kannst du. Ob es quasi nur deswegen ist, dass sie das Portal nicht runtergelegt haben. Aber du kommst ja auch nicht wieder runter. Ja, wenn ich hier das Portal mache und dann. Nee, das passt schon. Weil man triggert ja auch direkt das Event. Ja, die Frage ist halt,
Ich glaube einfach so, dass wir noch einen kurzen Countdown machen können. Ja. Ferdinand, kannst du mir einen Leutnant geben? Ja klar. No kick, please. Ich weiß nicht, kommst du bis dahin? Ansonsten können wir auch... Ja, das passt. Dann kann ich entweder dahin fliegen. Ah, oh, da meinst du. Ja, oder ich weiß nicht, ansonsten kann ich es einfach runterlegen jetzt auf Kreis. Genau, ich meine, du kannst bis hier, wenn du bis hier gleiten kannst, dann kannst du einfach zu uns kommen. Also das, du kannst uns quasi einfach joinen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange da Cooldown. Ja, ich habe halt 60 Sekunden, ne? Bin mir nicht sicher, wie lange das Event noch geht. Komm einfach, sobald du Portal ready hast. Ich hätte ready, also. Ja, dann hol mich einfach schon mal hoch, dann warte ich da oben. Warte, ich komme zu dir. Dann kannst du quasi nach Event machen. Und tschüss. Und wo legst du dann das Portal, Ferdinand? Ich komme zu euch. Okay. Vielleicht nach dem nächsten Kreis oder so? Wie lange geht es jetzt noch? Nicht mehr lange, oder? Das ist an der Tür. Du könntest, glaube ich, hinter der Tür liegen. Wir müssen noch Laura retten gehen. Oh, please. Und danke. Wurde gecancelt. Ich komme jetzt zu euch. Ja, und join euch einfach im letzten Kreis. Und Yuki angeschrieben. Genau, das heißt, nach dem Kreis hier dann mein Portal nehmen. Gut. Portal auf mir. Und jetzt? Jetzt auf der anderen Seite runter, also folgt mir. 3, 2, 1, go. Hier lang. Können direkt rein. Ja. Entweder hier oder rein. Ach, rein gehen wir. Ja. Okay, sorry. Lol. So, habt ihr Portale? Ja. Mein Portal ist weg. Dann kann ich das als auch erstes, mit einem Stab 5 machen oder zählt das nicht? Das glaube ich zu wenig. Ah ja, und ich kann nur 5 Leute in der Nicht machen. Bewegen. Oh, ich habe keine Stabi. Alright. Sehr schön. Das ist doch easy. Also, da du das Stamping quasi konsistent kannst. So. Total. Nicht laufen. Lass mich genug worden. Ja, okay. Dann cappen wir hier. Wir können nachher zurücklaufen ins Portal rein. Nee, das lohnt sich nicht, oder? Okay. Ja, meine Stabi-Straße war du. Hab sie nicht gesehen. Ich dachte, ich stehe drin. Ja, einfach zu früh. Ja, das kenne ich, die Probleme mit der Straße. Das gut. Früher hast du ja darauf geachtet, dass du das Ding getriggert hast. Jetzt ist es egal, wenn du so viel Damage hast. Früher war das für schlechte Gruppen schwierig, das Ding vor dem Jump zu schaffen. Ja, true. Hier gibt es ja, glaube ich, wenn man den Blink richtig setzt, dann wird das Ding in der Mitte gar nicht gespawnt. Aber das habe ich nie hinbekommen. Ich habe mal gesehen, dass es da so ein Marker-Pack für gibt, glaube ich. Sehr wahrscheinlich gibt es das alles. Taco. Oder Blish? Ja, Hero. Hero nutzt Blish. Ich habe mir auch mal überlegt, welche dafür zu machen. Also, ich habe mal so ein paar für mich gemacht, aber es ist immer irgendwie zu mühsam, mit Taco dann zu welche zu setzen. Oder ich bin zu blöd. Nimm Heroes Marker Pack, wenn du das haben willst. Noxas Toughness? Ja. Und Next. Ich sehe in die Gruppe. Oder? Ja. Dann. Warten Nein, noch. Ich bin nicht da. Ja. Einfach so, sobald Nox da ist, ranfliegen. Einen guten Vorsatz. Ich gebe euch Stabi diesmal. Okay. Alles klar. 3, 2, 1, go. Das wäre natürlich ein Träumchen. Aber jetzt triggert den Boss wieder so. Das ist immer das Gleiche. Nox. Das war ein einfach riesen von der Scheiße. Das ist nicht random. Bitte mach das nicht mehr, Nox. Also wenn du reindashst, dann triggerst du das. Ja. Oh, das wusste ich nicht. Oh, das Dann dash ich nicht mehr rein. Es tut mir leid. Yes. Darum sag ich's. Wo ist mein Pad? Ah ja, es ist Guck wieder da. Groups.
Er ist eine erhabene Persönlichkeit. Alter. Er schwebt über den Ding. Easy Block. So gut, ich hab ihn. Wann redest du? Natürlich Lauras Schuld, sie hat einfach ihre Elite legen können. Was? Definitiv nicht meine Schuld. Welche Elite? Hey, du bist doch nicht Lenner, also nichts hiermit, nicht meine Schuld. Meine Elite war noch nicht wieder ab. Dann watch your puppy. Guck, dass jetzt im Norden die Wand mit aufmacht. Bei Herz am besten. Zum Beispiel, oder? Ja, bei Herz am besten, das andere passt aber auch, hat letztes Mal geklappt. Gut, die Wand ist bei Pfeil offen. Ja, das reicht. Ich kann von einem zum anderen gleiten. Bin auf Jales. Oh ja, da war er aus. Da wollte jemand keinen Empowerment. Ach, sowas brauche ich nicht. Ups, ich dachte, wir sind schneller. Ah, ich habe kein Portal gelegt, ich bin klar. Warum ist es also. Erfolgreich rüber. Raphael, wir müssen nochmal was wegen der Maid in der Gruppe von mir gucken. Kann ja, ich Maid mitnehmen? Müssen wir auch leiden. Ja, kannst du. Ich glaube, wir können fliegen, oder? Ja. Fliegen? Ich habe ja, das Portal nicht abgelegt, aber ansonsten hat es geklappt. Welches Elixier hast du dabei, dass das Quickness gibt? Und dann kannst du theoretisch noch ein. Gib dein Elixier, das Might gibt. Okay. Statt oh nein, sie haben Freddy umgebracht. Avenge me! Also das Quickness Elixier brauchst du trotzdem, aber halt. Naja, also einfach statt dem Siegel. Man hat ja einen freien Utility Slot. Das macht. Wir dürfen das Portal nun öffnen. Das heißt, ich kann gleich eins zu Sabeta legen. Kommt hier oben rein, an und verliert instant eine Stapel-Stabi. Ja, Profis und so. Nicht den Stapel, sondern einen Stapel. Machen? Wollen wir direkt zum Boss rein, oder? Nee, ich mach. Ich muss einmal out of combat kommen, sonst. Ja, ja, okay. Habt ihr einen Cave Chrono? Also, ich habe hier jetzt gerade richtig gechillt gestanden. Und das Elixier gesucht, was Might gibt, wurde in der Zeit nicht angehittet. Auf dem Portal. Muss dann den Zipper noch finishen? Genau. Die Sniper zählen nicht für die Quest. Alright. Dann 3, 2, 1, go. Ach, ich bin schlich. Aua. Aber noch eins an dem Moment zu. Na. Vergessen. Du machst die erste Kanone, Ferdinand, oder? Ja. Wir lassen Konras. Wir skippen die Westkanone. Ob wir dieses Mal CC haben? Wir haben CC zu Hause. Oh no. CC at home. Leute, das hab ich dann nicht. Ich bin zumindest oben angekommen. Wir fast mit dir. Nee, so, wir sind auch oben angekommen. Am Rand der Plattform. So. Können wir Sabeta in die richtige Richtung beten?
Ich ist die richtige Richtung. Ja. Oder so. Das, was der Tote sagt. Random Green. Meist mich? Okay, gut. Okay, meist mich selber. Einzige, was ein bisschen ungemütlich ist, die Floor. Ja, sorry. Er ist ein bisschen kacke gelegt da zwischendrin. Direkt im Norden. Wenn sie zurückkommt, macht sie wieder Flameball, glaube ich. Da war die Nordenansage gerade irgendwie was, wo man hinwerfen sollte? Nee, nee. Da, wo wir hinstecken sollen. So, weil ich hatte gerade eine Bombe gehabt und war so verwirrt und. Bis momentan in DPS-Mentalität. Ich sehe Boss und drücke Knöpfe. Nee, dann würde ich Schaden machen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ah, Übung der zweite. Daran Herberts. Ist das so ein regionales Ding, dass man sagt, der erste Weg zur Besserung? Oder ist das irgendwie also nicht, ich würde auch schon sagen. Also ich kenne das auch nur so. Der erste Schritt, und nicht dachte, der erste Weg. Das. Nee, der erste Weg. Der beste Weg? Nee, der erste Weg. Nee, der, erste, der Schritt. Erste Schritt. Der erste Schritt. Nee, ja. Der erste Weg. Aber das sagen halt viele, ne? Der erste Weg. Irgendwie so. Gut, die okay. Können halt einfach kein Deutsch.